Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zum nächsten Teil, in dem wir uns ganz kurz einmal mit Statistikfunktionen beschäftigen möchten, ja? Möchten also etwas tiefer in die Mathematik-Statistik einsteigen hier. Nein, kleiner Spaß, es soll nur um ein paar einfache Funktionen hier gehen. Zunächst mal um die Medianfunktion. Vielleicht hier, wir sehen ja hier, ich habe hier wieder eine neue Tabelle erstellt mit Umsätzen, hier runter. Und wir wollen einfach mal den Median berechnen. Also der Median ist der Wert, der genau in der Mitte liegt, wenn wir die entsprechend sortieren würden. Aber auch hier bekommen wir natürlich die Beschriftung oder Beschreibung dazu. Also indem ich hier einfach Median eingebe. Den Median, die Zahl in der Mitte einer Menge von angegebenen Daten. Ja, also Median. Und dann wähle ich einfach meine Zahlen hier aus. So. Kann hier runtergehen. Und das so machen. Kann dann einfach die Klammer schließen, Enter drücken. Und wenn ich jetzt hochgehe, habe ich hier den Median, also die 34.000. Ist genau die Zahl, die bei all diesen Werten in der Mitte liegt. So. Wenn ich jetzt auch das mal mit dem Mittelwert vergleiche, ja, also wenn wir alle Zahlen aufsummieren und dann eben durch die Anzahl der Zahlen teilen, den Mittelwert berechnen, ist gleich Mittelwert, hier die zweite Funktion, also arithmetisches Mittel, so, und ich wähle auch hier mal den Bereich wieder aus, so, schließe die Klammer, drücke Enter und schauen wir das mal an und sehe, der Mittelwert liegt bei 40.674,42 Euro. Das heißt, wir haben hier doch ein paar Ausreißer nach oben, weil der Median eben deutlich unter dem Mittelwert hier liegt. So, was es jetzt noch gibt, sind zwei weitere Funktionen, die ebenfalls mit dem Mittelwert zu tun haben. Das ist der Mittelwert unter bestimmten Bedingungen. Ja? Also wenn ich hier zum Beispiel sage, ich möchte wiederum den Mittelwert, ich möchte den Mittelwert aber nur mit einer Bedingung versehen. Das heißt zum Beispiel hier, ja, mein Bereich. So, mein Bereich ist wiederum dieser hier. So. Mein Kriterium ist jetzt, ich möchte nur die Werte, ich möchte den Mittelwert berechnen für die Werte, die größer als unser Median sind. Ja? Dann müsste ich ein größer gleich 34.000 machen. Das heißt, ich schreibe das in Anführungszeichen hier, das Symbol größer gleich, so, in Anführungszeichen, und muss das jetzt mit einer Zahl verbinden, beziehungsweise mit einer Zelle, also verwende ich das Und-Zeichen. Ja? Also in Anführungszeichen größer gleich und jetzt wähle ich hier meine Zelle aus, also größer als der Median soll es sein, und Mittelwertbereich, also immer wenn in einer Formel so eckige Klammern hier, wie hier vorkommen, dann heißt das, dass diese Werte nicht zwangsläufig mit eingebaut werden müssen, ja? In dem Fall lasse ich das auch mal weg. Ich schließe einfach die Klammer und drücke die Enter-Taste und berechne einen Mittelwert von, der jetzt ein bisschen vielleicht unschön dargestellt ist, den kann ich aber auch schnell formatieren. Also gehe auf Start und sage, ich hätte das gern auch in Euro angegeben und komme auf 53.826,09 €. Auch das könnten wir übrigens überprüfen. Ich könnte zum Beispiel hier auf den Umsatz gehen, ich könnte einen Filter setzen, also Daten, Filter, und wie gesagt, komme ich auf diese 53.826 Euro. Einfach hier, ich nehme einen Zahlenfilter und ich sage, ich möchte nur Werte, die größer oder gleich einem Wert sind, und da schreibe ich jetzt einfach genau meinen Median, eben die 34.000 hier rein. So, und drücke OK. Und kann jetzt, muss das gar nicht weiter anschauen, sondern kann einfach hier, oder berechnen, ich kann einfach hier diese Werte auswählen, die noch vorhanden sind. Und kann mir jetzt anschauen, der Mittelwert, hier unten wird er angezeigt, sind genau 53.826,09. Stimmt also mit unserer Mittelwert-Wenn-Berechnung überein. So. Lösche den Filter mal raus. Und dann gibt es noch die Mittelwert-Wenns-Funktion, also Mittelwert-Wenns, hier unten, dieser hier. Geh mal runter, brechen Tabulator, und hier ist es ganz einfach so, wenn wir mehrere Kriterien haben. Ja? Also beispielsweise, mein Mittelwertbereich ist dieser hier. So. Mein Kriterienbereich 1 ist ebenfalls dieser hier. Ja? Also ich suche ja mein Kriterium innerhalb von diesem Bereich. Und was ist mein Kriterium? So. Mein Kriterium ist, ich möchte wieder in dem Fall die Zahlen, die größer gleich, also deshalb wieder in Anführungszeichen,
mit dem und verknüpfen, größer gleich meinem Median ist, in dem Fall. Ich möchte aber gleichzeitig die Zahlen, die kleiner als mein Mittelwert sind. Das heißt, ich wähle als Kriterienbereich 2 wiederum diesen Bereich, weil wir uns ja immer innerhalb desselben Bereichs hier bewegen, in dem Fall. Und gebe als Kriterium, in dem Fall wieder in Anführungszeichen größer, so, größer gleich. Und wähle jetzt hier wieder mit dem und entsprechend meinen Mittelwert hier aus. Schließe das. Ich könnte jetzt noch weitere Kriterien vergeben, wie ihr gesehen habt. Aber es reichen mir jetzt hier in dem Fall die 2 Kriterien. Und drücke Enter. Und berechne einen Mittelwert von 36.000. Auch das können wir wieder überprüfen. Beziehungsweise ich formatiere es erstmal. Gehe mal auf Start. Hier. Ich möchte das auch gerne in Euro haben. Also auf 36.000 kommen wir. Und auch hier könnten wir wieder einen Zahlenfilter anwenden. Könnten also sagen, wir hätten gleich Zwischen als Zahlenfilter. Und wir möchten, dass es größer oder gleich diesen 34.000 ist, hier, also unser Median. Möchten aber gleichzeitig, dass es kleiner oder gleich unser Mittelwert ist, der ursprünglichen Zahlenreihe. Das sind 40.674,42 Cent. So, ich drücke auf OK. Und wir kommen auf diese Zahlen hier. Und wenn ich die auch wieder auswählen würde hier, kann ich mir nachschauen, der Mittelwert ist genau die 36.000. Und das ist ja auch der, den wir vorher hatten, der jetzt gerade ausgeblendet ist, die Zelle. Das heißt, ich lösche die mal raus. Also 36.000 und es sind eben auch hier 36.000 gewesen. Ja? Gut, das war ein kurzer Einblick in statistische Funktionen in Excel. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr über Verteilungsfunktionen wie Normalverteilung und andere Sachen. Die können wir uns später auch nochmal anschauen, wenn das von euch gewünscht ist natürlich bloß. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.